Ja, hallo Leute, ne? Herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Ich habe ein, zwei Informationen, die ich eben kurz hier mitteilen will. Ich wollte das nicht innerhalb der normalen Aufnahmen erwähnen, deswegen gibt es dieses kleine Infovideo hier überhaupt. Zum einen, Mario Wonders will ich euch hier mal kurz eine Info geben. Sunny hat sich an der Hand verletzt und bisher konnte ich nicht mit ihm weiter aufnehmen. Aus demselben Grund gab es letzte Woche auch kein Mario Wonders. Da wollte ich euch nur mal aufklären. Sobald es Sunny besser geht, nehmen wir wieder Mario Wonders auf. Nur damit ihr Bescheid wisst. Zweite Info, ihr habt sicherlich bemerkt, dass ich eventuell zu viele normale Projekte habe. Also wie Pikmin, Fire Emblem etc. Und ich will da gucken, dass ich jetzt demnächst ein bisschen die Anzahl der Projekte kleiner bekomme. Deswegen wird es jetzt am Wochenende über normale Parts geben. Also zu Fire Emblem, Pikmin etc. Und nicht mehr zu Stream-Video-Ablagen wie Sunkland, Raft und Survive. Das sind jetzt nur grobe Beispiele. Einfach nur, damit ich ein bisschen die Projekte ein bisschen durchpushe, damit wir ein paar ein bisschen schneller fertig bekommen. Eventuell wird es dann auch zwei Videos jeden Wochenendtag geben, also samstags und sonntags. Das dient halt alles dazu, dass wir die Projekte mal ein bisschen schneller durchbekommen. Weil ein paar von denen auch bei weitem zu lang gehen. Das ein oder andere davon habe ich letztes Jahr angefangen und ich bin halt noch nicht damit fertig. Also ja, die Infos wollte ich euch eben kurz geben. Das ist am Wochenende bis zum Neujahr ab nächster Woche. Diese Woche wird noch so sein, dass ich da Stream-Video-Ablagen mache, aber ab nächster Woche nicht. Dass es dann bis zum Neujahr erstmal normale Projekte am Wochenende gibt und da eventuell bis zu zwei Videos am Tag. Einmal morgen und einmal eventuell irgendwo mittags. Das ist auch alles, was ich euch sagen wollte. Später gibt es noch ein richtiges Video. Das wäre ja auch schon mal alles.